Hallihallo, herzlich willkommen zu heutigen Tutorial. Ich habe für euch heute vier Varianten von einem falschen Undercut. Eine Variante habe ich ja schon frisiert, damit ihr seht ungefähr in welche Richtung das geht. Ich habe mir so vier Varianten von dieser Art von Frisur für euch überlegt, für alle, die gern diesen Look erreichen möchten, ohne die Haare zu opfern. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für diese Frisur sind ganz praktisch diese kleinen Haargummis, die kaufe ich immer beim DM, aber der Claire's hat sie zum Beispiel auch. Dann brauchst du einen Kamm, der ein spitzes Ende hat, mit dem man die Haare gut teilen kann, und einige Bobbypins. Dann teile ich die Haare vorne so schräg zu einer Seite und klippe die einfach weg, damit sie sich nicht verwickeln mit dem restlichen Haar. Und hier hinten schaue ich, dass die Haare dann ungefähr so ein bisschen hinter dem Ohr noch frei sind. Das sind die, die wir flechten werden, und den Rest klippe ich dann auch weg, weil sonst verwickelt sich das alles und das ist dann ein bisschen nervig. Bei dieser Variante wird das Haar einfach nur gewickelt und es wird immer ein bisschen mehr Haar dazu gegeben. Und wenn ich die Grenze zu dem Haar, das weggeklippt wurde, erreicht habe, binde ich das einfach so mit so einem kleinen Haargummi. Und somit habe ich so einen kleinen, mini dünnen Ponytail, Pferdeschwanz, Zopf, was auch immer. Und das gleiche mache ich jetzt mit der unteren Reihe. Vielleicht hast du ein bisschen dickeres Haar, dann kann sich schon ausgehen, dass du vielleicht drei Reihen schaffst. Bei mir waren es genau zwei und mehr ging gehypt bei mir nicht. Bei dieser Variante wird ganz simpel ein französischer Zopf geflochten von oben. Der Unterschied ist, dass wir nur die Haare von vorn dazugeben und wir versuchen, dass der Zopf ungefähr dann an der Grenze zu dem weggeklippten Haar liegt, falls das jetzt irgendwie einen Sinn macht, wenn ich das erkläre. Ich glaube, die Bilder sprechen ein bisschen klarer als meine Worte. Man kann ungefähr auf der Ohrhöhe aufhören und gleich ein Haargummi hingeben oder weiterflechten. Das liegt natürlich an jedem, was jedem halt persönlich gefällt. Also ich zeige euch beide Varianten. Das ist einmal bis ans Ende geflochten. Was ich dann immer gern mache, ist den Zopf ein bisschen auseinanderziehen, dass er ein bisschen dicker aussieht. Und dann gebe ich noch einen Pin von unten, damit das flacher am Kopf anliegt, und so sieht es dann aus. Und jetzt noch einmal die Variante, wo ich es eben auf der Ohrhöhe schon mit einem Gummiband befestige, und dann kannst du gleich sehen, wie es ausschaut. Hier wird auch geflochten. Diesmal machen wir eine Reihe französischen Zopf von Gesicht weg nach hinten zu der Grenze mit dem weggeklippten Haar. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Und wenn ich jetzt einmal die Grenze erreicht habe, dann muss ich zuerst einmal umgreifen, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Also das ist der erste Schritt. Und dann flechte ich so circa zweimal nach unten. Und dann fange ich an zu flechten wieder Richtung Gesicht. Das sind einmal die ersten Schritte. Und sobald ich das Gesicht erreicht habe, flechte ich wieder so ein, zwei Mal nach unten und dann flechte ich wieder zurück. Und das schafft hier so ein Zopfmuster in so eine Wellenform oder Zickzack, und ich finde, das schaut ganz cool aus. Und man könnte es hier wieder auf der Ohrhöhe einfach mit einem Gummiband befestigen oder runterflechten, und das ist die Variante, die ich jetzt machen werde. Hier wird es ein bisschen komplizierter. Wir müssen das freiliegende Haar, das wir flechten, in drei Teile teilen und im besten Fall gleich auch irgendwie mit Clips weghalten.
Und ich fange am liebsten immer ganz unten an zu flechten. Ich werde hier jetzt vom Gesicht weg bis zu der Grenze mit dem restlichen Haar einen französischen Zopf machen. Ich sag gleich dazu, es ist ein bisschen komisch, weil da ist halt nicht so viel Haar am Kopf und es ist ein bisschen seltsam, einen Zopf in dieser Art und Weise zu flechten mit so wenig Haar, aber es funktioniert ganz gut, keine Angst davon, das ist nur Übungssache. Und wenn ich dann mit dem Haar ungefähr die Grenze erreicht habe, dann nehme ich mir wieder einen Clip und clip das Haar weg. Das heißt, ja, der Zopf ist geflochten bis zu der Grenze, ich flechte noch ein, zwei Mal und clip die weg und werde dann die zweite Reihe flechten. So. Die zweite Reihe wird jetzt geflochten, wie versprochen. Nun sind wir bei der letzten Strähne oben. Da werde ich auch anfangen, ganz normal so wie einen französischen Zopf von Gesicht weg zu flechten. Und irgendwann einmal erreiche ich wieder mal die Grenze von dem Haar, das oben eigentlich hinten dann so frei hängen soll. Und da greife ich wieder um, so ähnlich wie bei der vorigen Variante und flechte so paarmals nach unten. Und das Ziel ist, dass ich hier dann alle die Strähnchen mit diesem Zopf, den ich jetzt da hinunter flechte, verbinde. Das heißt, ich flechte so zwei, dreimal, bis ich die untere Reihe erreiche, nimm die Reihe, außer eine zusätzliche Strähne, flechte weiter, dann erreiche ich irgendwann einmal die Reihe drunter und die werde ich auch dazu flechten. Ja, und dann ganz einfach wieder Gummiband auf Ohrhöhe oder Zopf bis nach unten flechten. Dieser Fake Undercut ist eine total coole Variante, wenn man den Look haben möchte und hat einfach keinen Bock, Haare zu schneiden. Es ist natürlich nicht haargenau so, wie wenn die Haare jetzt ausrasiert wären, aber ich finde, so von Stil her kommt das schon hin. Und wie gesagt, man muss einfach nicht die Haare abschneiden und dann wieder ewig warten, bis es nachwächst. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, vergiss nicht auf ein Däumchen hoch oder einen Kommentar. Und die von euch, die hier das erste Mal eingeschaltet haben, sind hier natürlich erst einmal herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass ihr vorbeigeschaut habt. Dankeschön dafür. Falls ihr Lust habt, ihr könnt hier gerne ein Abo hinterlassen und ihr seid natürlich alle eingeladen auf meinen Webseiten, auf der Seite von Facebook und Instagram. Es gibt auch Pinterest-Seite. Und wenn ihr Lust habt, schaut einfach vorbei. Ihr findet die Links in der Info unter dem Video und ich danke euch sehr fürs Zuschauen und freue mich, euch bald wiederzusehen. Tschüss!